Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, erst einmal, ich habe mich schlau gemacht, was zum einen das Gebiet hier angeht und was die kleine Sache hier in im Frozen Norths angeht, was wir noch offen hätten. Ach, ich bin zu weit oben. Hier. Das hier. Da muss ich ein bisschen rumprobieren. Da scheint es nämlich hier irgendwo einen Hebel zu geben, der dieses Ding wieder aufmacht. Nämlich hier der Hebel, der macht hier zu, macht dafür hier auf scheinbar. Oder so ähnlich. Mal gucken. Ansonsten für das Gebiet in den Etherlands müssten wir diesen Dolch equippen. Der ist nämlich cursed. Der portet uns direkt da rein. Und da wir ja bei Dolchen noch 11 Punkte dafür bräuchten, können wir das nicht so schnell machen. Ich merke gerade, wir haben wieder Hunger. So, ändern wir mal. Und dann gucken wir mal, dass wir hier weitermachen. Den Raum kommen wir nicht rein. Da würden wir wahrscheinlich irgendwie reinkommen. Mittlerweile bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Ich gehe erstmal hier hoch. Und mach mal mehr Licht. Ja, wir wollen ja weiter in die Richtung kommen eigentlich. Das können wir leider nicht einschlagen. Ups, da geht's runter. Ja, da geht's hier runter. Okay, damit kann ich leben. Ich sehe hier aber ehrlich gesagt noch nichts, was aufgegangen sein könnte. Also hier mäßig. Jetzt ist der auch noch geslowt. Das war Party Heal. Jetzt geht hier die Luke auf und zu. Lass mich mal kurz gucken. Das würde uns sogar Nee, das würde uns da reinwerfen. So, das war Cure Perilous. Nice. Den Teleporter kennen wir ja bereits. Das ist jetzt nicht so schön. Höchstwahrscheinlich. Ach du meine Güte. Wo habe ich es jetzt hingeschafft? Okay. Ich bin jetzt irgendwo in Yggdrasil gelandet. Knopf. Kann ich das nicht einfach dekonstrukten? Ja, das geht schneller. Was ist hier drin? Only Rangers can equip Health, Energy, Vitality. Das ist nicht mal schlecht. Shield of the Wild. So, das habe ich schon, gell? Ja.
Earth Magic. Ja, du hast so viel Zeug. Du bist Flourishing. Gut. Potion of Restoration. Evasion Willpower Assist Poison. Naja, Elemental Magic. Mithril Armor. Du hast eine Battle Mage Armor. Du hast schon eine Mithril Armor. Destiny Blade. Attack Power 36 ist schwächer. Accuracy 25 ist sehr hoch. Speed, Vitality, Willpower. Ja, das kann man irgendwo mitkommen. ja. Können wir dir irgendwas Leichteres geben? Das ist schwerer. Das ist schwerer. Jetzt bist du überladen. So bist du auch überladen. Ich würde am liebsten das Mystery Ore transmutieren. Du bist schon überladen. Das gibt's doch nicht. Habe ich was Schweres zu essen dabei? Da ist einfach mal das hier. Gut. Muss definitiv gucken. Dass ich zeuglos werde. Und ja. Das hier oben muss ich auch irgendwie noch hinkriegen. Den Shift kann ich mal rausnehmen, das kann ich drin lassen. Das hier muss ich irgendwie lösen. Oh! Wo kommst du denn her? Ja, ich nichts sagen, aber wo zur Hölle ist das Vieh hergekommen? Ah. Nö, das ist zu weit. Da kann man nicht reinfallen. Aber sicherlich gibt es irgendeine Möglichkeit. Wobei, das hier sieht nicht nach einer Tür aus, das ist ein festes Eisengitter. Das sieht aus wie ein festes Eisengitter. Find's blöd, dass die gleich eingezeichnet sind, die Eisengitter. Das macht nichts Neues, okay. Ach, das hat hier einfach geöffnet, ha. Huh? Das sieht mir auch nach einem festen Eisengitter aus. Naja, wenn ich richtig sehe, wahrscheinlich da runterfallen. Shadow Light Divide. Ja. Kann ich hier aufmachen? Da fehlt nur noch der Bereich hier. Und das hier habe ich auch noch nicht gelöst. Ja. Erstmal wieder hier hoch.
Oh. Na komm, gegen den Gegner. Lese ich lieber. Hi. Okay. Erstmal gucken, ob nicht hinter mir irgendwas ist. Au. Nö, hier fällt einfach bloß das Kleidvieh runter. Auch gut. Von hier aus komme ich schlecht an. Na, jetzt ist der wieder eingefroren. Das ist auch nicht so schön. Ich will nicht. Ich will hoch. Oh. Wieso ist da zu? Ich muss mich jetzt hier vorsichtig mal ein bisschen umgucken. Ja, hier könnte ich durch. Gut. Habe ich wahrscheinlich da, aua, noch nicht aufgemacht gehabt. Wo bin ich? Ich bin hier. Ja. Hier ist auch nichts aufgegangen. Hier ist nur Steckenteil. Auch gut. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo der... Obermacker sich versteckt. So, nachladen. Du zählst untot, das ist praktisch. Oh. Jetzt muss ich ganz Sigplatz gehen, nach dem Spielzeug hier absuchen. Vor allem nach dem Watcher, der sich hier versteckt hat. So geht's auch natürlich. Einfach mal instant killen. Frames sind niedrig, das ist nicht so schön. Jetzt sind sie wieder besser, Gott sei Dank. Ja.